Lindner schaut sich das genau an und kommentiert es auch. Eine Reaktion kam heute aus dem Außenministerium. Das Strategiepapier der NATO missachtet Fakten, verwechselt Schwarz und Weiß und verleumdet Chinas Außenpolitik, heißt es da. Der Vorwurf, die NATO versuche, einen neuen Kalten Krieg anzuzetteln. In den Staatsmedien und auf den Social-Media-Plattformen hieß es, zuerst sei Russland die Bedrohung gewesen und jetzt China. Dabei sei die eigentlich wirkliche Bedrohung für den Weltfrieden doch die NATO selbst. Hintergrund des Ganzen ist natürlich der Ukraine-Konflikt. Da versucht China weiter den Spagat. Einerseits steht es weiter zu Russland, lehnt Sanktionen ab, die seien nicht wirksam, und versucht zu vermeiden, den Angriff in der Ukraine einen Angriff zu nennen. Auf der anderen Seite darf China sich nicht so richtig einmischen, versucht neutral zu bleiben, um die wichtigen Handelspartner in Europa nicht zu verprellen. Deshalb richtet sich die Kritik vor allem gegen die USA. Die sei für die Eskalation in der Ukraine verantwortlich und würde auch am meisten davon profitieren. Aus dem Außenministerium hier in Peking hieß es heute, die amerikanischen Waffenhändler würden Sekt ausschenken. China ist auf jeden Fall nicht glücklich damit, dass die NATO dieses Mal 4 Gäste eingeladen hat. Japan, Südkorea, Neuseeland und Australien. Dabei geht es um den asiatisch-pazifischen Raum und die NATO solle aufhören, dort nach imaginären Feinden zu suchen. Die Lesart hier ist, die NATO habe in Europa doch schon genug Schaden angerichtet und solle jetzt nicht auch noch Asien destabilisieren. China hat ja angekündigt, eine neue Weltordnung schaffen zu wollen. Und das große außenpolitische Ziel von Präsident Xi Jinping ist es, so wie er es nennt, die Wiedervereinigung mit Taiwan, notfalls auch mit militärischen Mitteln. China hat kein Interesse, dass sich die NATO da in irgendeiner Form einmischt.